Hier sieht man zwei Ausführungen von Behältern, bei denen sich Wasser und Staub gut sammeln kann. Dies kann man vermeiden, indem man den Wasserabfluss rund oder schräg konstruiert. Ein weiterer konstruktiver Aspekt, den es zu vermeiden gilt, ist offene Profile, Taschen oder Vertiefungen zu verwenden, da sich hier problemlos Schmutz oder Wasser ansammeln kann. Um das zu verhindern, eignet es sich, diese Bauteile in Schräglage anzuordnen, um korrosive Flüssigkeiten abzuleiten. Eine weitere konstruktive Regel, die man berücksichtigen sollte, ist es, Spalte und Schlitze zu vermeiden. Wie hier? Hier wurde spaltfrei konstruiert, ebenso darauf geachtet, dass runde Profile verbaut wurden. Dadurch gibt es keine Möglichkeit, dass sich Wasser ansammeln kann. Dagegen hier das schlechte Beispiel mit rechteckigen Profilen, wo man eindeutig erkennt, dass sich Flüssigkeiten oder Schmutz im Bereich des Spalts ablagern können.